Guten Morgen. Also wie gesagt, das ist jetzt mein zweiter Versuch. Ich bin der Ghosty und ich versuche in Zukunft, oder ich werde in Zukunft U-Boat streamen oder Videos machen. Ich tendiere gerade eher zum Streamen. Da ich das interessanter finde, klar, die Videos werden länger, aber ich finde es interessanter, dass ihr dann auch mit dabei seid und das Ganze dann ungefiltert sieht, was gut läuft, was nicht gut läuft oder ob man speichern muss und den Spielstand dann quasi den Quicksave neu laden. Das ist eigentlich interessant. Das finde ich eigentlich, dass das alles live mitkriegt. Das ist eigentlich das, was mich dann ein bisschen reizt und dass man halt auch, was viele machen, nicht mogeln kann. Und ja, wie gesagt, also ich mache jetzt hier nochmal ein paar Testaufnahmen, werde auch hier und da was dazu sagen. Und dann hoffe ich mal, dass es in naher Zukunft dann losgehen kann. Ein Video lade ich gerade hoch. Ich habe jetzt die Auflösung etwas angepasst, weil der schnellste Rechner habe ich gerade nicht. Aber ich hoffe, dass ich das in einer Qualität euch bieten kann, dass man es auch anschauen kann. Jetzt warten wir mal, bis es klar ist und dann geht es erstmal für 2-3 Minuten auf See und wird ein paar Tests durchgeführt. Oder wenn es überhaupt nicht läuft, dann würde ich mich verabschieden und nochmal Einstellungen vornehmen. Also ich hoffe, dass die Audio jetzt auch mit drauf ist. Ich hab euch schon mal den Text schon mal erzählt im vorigen Video, hört man aber nichts davon. Und ich hoffe auch, dass es von der Audioqualität her alles passt. Jetzt warten wir mal ab, bis es klar ist und dann geht es erstmal los. Wenn sie nicht gestorben sind, dann lädt das Spiel noch heute. Das kommt schon mal ein bisschen, das hört sich schon mal gut an. Aber wie gesagt, ich hatte das war mal mit Livestream. Dass ihr das auch mitbekommt. Alles, was nicht so schön ist, was immer aus den Videos rausgeschnitten wird. Unterteilt wird das Ganze in Staffeln und Folgen. Also ich habe es so vor, wenn ich eine neue Hafer andocke oder mich versetzen lasse oder das U-Boot versetzen lasse, dass dann eine neue Staffel beginnt. Und sonst halt jede Feindfahrt wird eine Folge. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Jetzt gehen wir auf Dings. Wie das Ganze sich verhält. So. Also wie gesagt, so hübsch sieht es gerade nicht aus. Ich will halt noch ein OBS einstellen. Gell? Es hakelt gerade sehr, das sehe ich jetzt schon. Naja, wird wahrscheinlich noch 2-3 Videos warten, bis ich dann mal auf Feindfahrt gehen kann und eine neue Kampagne starten. Mal mit Außenansicht, wie schlimm das da ist. Geht eigentlich sehr. See ist gerade ruhig, aber es ruckelt noch etwas. Joa. Wie gesagt, ich bin gespannt, wie die Audio wird. Jetzt soll er mal das Ding, denn die Ballasttanks mal wieder vollkriegen. Dann tauchen wir mal. Rohr 4 geladen. Alarmtaucher. Alarm! Alarmtauchen! Ja, Alarmtaucher sieht es gerade los. Wechseln auf E-Motor! Sich. Ist vorbeigeschaut. 50. Sag ja, das Spiel ist eigentlich im Anfang, ich habe mal es angeguckt, da habe ich erstmal gedacht, what the fuck. 70. Aber es ist richtig genial, gell? Also, U-Boot ist richtig genial. 100 Meter. Entwickler. 90. Die kommen bestimmt
aber aus dem Bereich, wo sie schon mal mit solchen Spielen zu tun hatte. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass der ehemalige Entwickler von Silent Hunter dabei sind. Weil so ausgefeilt wie das Game ist, dass ich die müssen Vorkenntnisse gehabt habe, gell? Das tauchen wir wieder auf. Tanks anblasen! 80. 60. 40. 20 Meter. Wechseln auf Dieselmotor! So. Also wie gesagt, es hakelt noch etwas, das muss ich in den Griff kriegen. Aber ich glaube weitere Videos dazu, wenn das jetzt passt. Also auch mit der Audio etc. Dann ist der Rest nur noch Feintuning, was ich auch machen kann, ohne dass ich das Spiel starten muss, deswegen extra. Aber wie gesagt, es hat mich wieder gefreut nach langer Zeit, mal wieder Content zu liefern. Und ich hoffe, wir sehen uns in Zukunft. Dann sage ich mal auf Wiedersehen, euer Ghostie.